Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Die nächste Partie der ersten Staffel. MM5, HG550, 10 Minuten für die ganze Partie gegen erlesene Schachfreunde eines Gastportals. 10 Minuten für die ganze Partie, gerade habe ich mal wieder selber gespielt, 14,99. Da sehe ich keine große Sinnhaftigkeit darin, das Gerät dann extra spielen zu lassen. Habe ich auch locker easy gewonnen. 17,23, ich mache wieder E4, ich lasse ihn ja immer E4 ziehen. E4, es muss taktisch ein bisschen... Okay. Starte 10 Minuten Partie. 17,13, jetzt hat er schwarz. B4, Sokolski. Ach, der macht ja C6, A5 dagegen. Läufer B2, A5, finde ich jetzt nicht so geil, aber wahrscheinlich macht er das deswegen, weil es nicht so, ja, theoretisch umfangreich ist. Und das hat er schon nicht mehr im Buch. 1713 hat der Gegner als Zahl, 1872 hat der Computer Turm A5 schlägt. Die Turmlinie wird schon mal belegt, deswegen ist wahrscheinlich der Zug nicht so gut. Aber ist das jetzt die ultimative Antwort? Ich glaube, man macht einfach E5. Natürlich, wenn man die Pläne gut kennt mit Weiß, dann ist das mit Sicherheit gut machbar. So im normalen Turnierbereich. Aber wenn ich an der B4 spielen würde, ich wäre jetzt nicht so Theorie bewandert. Ja, blockiert sich die Diagonale. Ich weiß nicht, wie weit das gut ist. Ich kenne das eher mit E3 und dann, ja gut, E3, C4 kann er noch ziehen. So, Läufer F5. Ja, um sich nach E6 den Läufer nicht einzusperren. Erst den Läufer, dann E6. Bauer E3. Genau, E6. Deswegen den Läufer erst rausgezogen, damit der nicht blockiert ist. Ich könnte theoretisch sogar Läufer G4 ziehen. Wird er wahrscheinlich nicht machen, Läufer G6. Wahrscheinlich Tendenz ist eher Läufer tauscht. Zum Beispiel... Genau, Läufer D3 schlägt. Dame D3 schlägt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Die Geräte online spielen. Natürlich macht das nur Bock, wenn die gewinnen. Wenn die natürlich hier dilettantisch zersägt werden, dann ist der Spaßfaktor auch in Grenzen. Wie im echten Schach. Wenn du gewinnst, ist es geil. Wenn du Grütze Schach spielst, dann ist der Spaßfaktor auch begrenzt. Ja gut, nach Dame B1 schlägt, hängt der Läufer unter Turm. Das ist wohl der Sinn dahinter. Ist ja taktisch sehr spielstark hier, das Ganze. Solche taktischen Sachen, die sieht er natürlich. Gerade Schlag- und Schachzüge. Die hängt da hinten dran sogar. Also meinetwegen Variante 7 Züge, meinetwegen 7 Halbzüge Variantentiefe. Und dann kommen aber noch Schachgebote. Dann hängt er die noch hinten dran. Oder Schlagzüge. Meine ich zumindest, dass der MM5 das macht. Ich weiß es nicht so genau. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall hängt jetzt der Turm und der Läufer. Hängen gleichzeitig. Turm A8, da käme Dame C1 schlägt. Ja, dann wäre Schwarz aber auch sehr unterentwickelt. Turm A8, Dame C1. Dann König E2, Dame H1, Turm B8, König E7, Turm B7. Das könnte wirklich gefährlich werden. Er überlegt noch. Weil wenn Dame und Turm im Angriff dann sind und Schwarz ist komplett mit dem, da der Königflügel ist ja gar nicht entwickelt. Aber geht das? Turm A8, Dame C1, König E2, Dame H1, Turm B8. Da wird gar nicht lange überlegt hier. Der wird sofort geschlagen. Erst schlagen, dann fragen. Dame D1, also das ist natürlich jetzt nicht der Knaller. Ich hätte eher König E2 gezogen. Um dann auf Dame 1 den Turm zu schlagen und dann mit der Figurenentwicklung zu kontern. Ja, da wird natürlich einfach nur getauscht hier. Vielleicht geht das ja auch. König, na ja, König, der gut, ja. Was tun, sprach Zeus und küsste seine Frau. Hat jetzt die Qualität einfach weniger?
Ach, Läufer D6, der kann ja verdecken. Das hat der Lippo nicht gesehen. Aber ich muss es ja auch nicht sehen, der Computer spielt ja. Läufer D6 deckt sich ihn einfach auf, ja, dann Springer E7, Rochade. Hast du zwei Figuren für den Turm. Vielleicht hätte er das auch übersehen. Ich hätte den König E2 gezogen. Wenn ich ehrlich bin. Und wenn dann hier geschlagen wird. Springer E7. Ich finde gleich Spaß, aber mal Memory Enter machen und dann die Partie nochmal bis zu dem Zeitpunkt vorspulen. Turm B1, B7, B5 würde ich mal sagen. Einziger Zug, der meines Wissens nach den Bauern deckt jetzt momentan B5. Genau, B7, B5, den macht er auch. Läufer D6 war wichtig, dass er gedeckt wird. Interessant wäre wirklich gewesen. Rochade. Also interessant wäre für mich gewesen, was ist, wenn er der König E2 zieht? Turm A7. Ja, droht jetzt auch nicht so die Knaller. Die Figuren sind ein bisschen sehr verschachtelt von Schwarz, das stört mich ein bisschen. Es droht ja auch nichts. Die Türme stehen halt da. C5. Das ist aber nicht so, dass sie jetzt wahnsinnig viel drohen. Da ist der Standort einer Figur ja nichts zu sagen. Die muss ja, was wirklich wichtig ist, ist das, wo die Figur hinziehen kann. Das sind ja die Drohungen. Also einfach auf A8, A7 zu stehen, was soll das denn drohen? Springer E5, den würde ich vielleicht sogar raushauen. D4 schlägt. D4 schlägt. 17, 13, mal gucken, wann er die 1900 knackt. Springer E7, C6. Ist natürlich auch nicht einfach zu spielen mit den beiden Figuren. Das Netzteil sieht auch nicht mal so gut aus. Ich sollte wirklich machen. Das war eigentlich mein Plan, dass ich irgendwo ein Regal habe, bei dem ich die Kabel der Netzteile so runterhängen lasse. Also dieses Verknubbeln ist Käse. Ich muss schon was drunter legen unter das Netzteil, damit das hier funktioniert. C3. Das ist nicht einfach. Mit zwei Figuren zu spielen. Jetzt hier Springerläufer gegen Turm. B4. Ach, 0-1 hat schon. Warum hat er denn aufgegeben? Ach, da hängt einfach der Turm. Deswegen überlegt er so lange hier. Wieso stellt er jetzt den Turm ein? Das fragt er. Ich habe das gar nicht gesehen. Wie gesagt, ich muss es ja nicht sehen. 1882 hat der Computer. Da hat er den Turm einfach mal flüssig werden lassen. Das war taktisch zu viel für ihn. Aber ich wollte ja mal kurz machen: Memory Enter, dann bauen wir mal die Startstellung auf. Das würde mich da viel mehr interessieren. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine. Ja, diese Partien aus der Mottenkiste von 1800, schlag mich tot. Und dann wird man hier husarenmäßig dann die Gambits auspacken und die Gegner an der Ehre gepackt. Die mussten natürlich auch husarenmäßig die Gambits auch annehmen, damit das eine geile Partie wird für das Publikum, welches bezahlt hat dafür, sage ich einfach mal. C6, Läufer B2, A5, A5. Turm. Natürlich kann sich jemand Smartphone sich nicht verkneifen, hier wieder die Fantastico Info anzugeben, hier App schließen, das muss gesagt werden. D5, D4, Läufer F5, E3, E6, Läufer D3, Läufer D3, Dame D3, Dame B6, Läufer C1, Turm A2, Turm A2, Dame B1 war Gott sei Dank so ungefähr am Anfang der Partie, Dame C1. Und jetzt würde ich mich viel mehr interessieren, was ist denn nach dem? So, er nimmt hier weg. Dann nehmen wir hier auch weg. Dann muss der König hier auf die siebte Reihe ziehen.
Da steht doch sehr offen. Davor hatte ich am meisten Angst bei der Partie. Weil die Dame kann ja nichts. Das ist ja das Problem. Es droht ja nichts. Also Weiß hätte dann nach Turm B7 hätte er drei Figuren im Angriff. Und Schwarz, ja, nehmen wir ihn auch mal weg hier. Also davor hatte ich am meisten Angst, dass er das so spielt. Dame D1 aber schon beruhigt, habe schon gedacht, okay. Er hat wohl gedacht, er kriegt den Springer. König D8. Ja, machst du einfach Dame. Bruder einfach Dame A8 matt. Also da wäre die Partie ja sehr kurz gewesen. Dame E1 schon mit hier. Also das wäre ja eine sehr kurze Partie geworden, wenn die das so gespielt hätte. Wenn der Gegner das so gespielt hätte. Weil wie gesagt, am meisten hatte ich wirklich Angst vor König E2. Es droht Dame A8 matt. Das ist das Problem bei der Geschichte hier. Es droht nicht das Matt. Warte mal. Dame Schach zieht der Springer dazwischen, aber kannst du einfach den machen hier. Droht Dame E7 matt, also muss der Springer ziehen. Und da kommt Turm Schach, der nicht der Turm in der Ecke ist, er total pleite. Springer F5 G4. Ich glaube, das wird sogar jetzt matt in der nächsten Zeit. Springer G6, was zeigt er denn hier? Minus 0,99 Resignation. Was hat er mit seinen App-Informationen? Ich meine, da kann er ja einmal anzeigen und dann nicht Ewigkeiten, again, again, again. Ja, siehst du ja, das wäre es ja gewesen. Das wäre die Miniatur des Tages gewesen. Der macht Dame D1, weil er dachte, nach Dame König D1 wäre dann Springer auf B8 weg. Und Läufer D6 hat er wohl übersehen. Also ich hätte König E2 sofort gezogen. Was bringen wir denn? Es ist ja kein Puppenzählen. Was bringen wir denn die Puppen, wenn die alle noch im Stall stehen und man hat drei Figuren im super Angriff? Das hat er gesehen, das viele Dame E1, das machst du doch nicht hier umsonst. Wahrscheinlich habe ich einfach nur das Matt übersehen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.